Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu NIO 2. Ja, mit allen Missionen, allen Hauptmissionen, Nebenmissionen, Online-Missionen und DLC-Missionen. Also, ich versuche euch durch das komplette Spiel zu leiten, vor allem diese, die Spieler, die es noch nicht so oft gespielt haben, noch gerne mal den ein oder anderen, die ein oder andere Hilfe gerne annehmen. Zeige ich euch, wo das Loot versteckt ist, wie man die Gegner am besten angeht und so weiter und so fort. Jo, es geht weiter. Wir haben nämlich nur mehr drei Missionen vor uns, zumindest in diesem Kapitel. Ja. Aus ist noch lange nicht. Ja. Und zwar haben wir jetzt eine Nebenmission mit dem Polen Stufe 97. Dann haben wir einen Anrufung des Feuergottes in Polen Stufe 98 und verstreute Fragmente in Polen Stufe 99. Und diese drei Nebenmissionen fehlen uns noch. Und die werden wir jetzt schauen, dass wir die noch schaffen, vielleicht in diesem Part. Ja, wir fangen einfach an. Ich will ehrlich sein, ich habe mich um einige dieser bezaubernden Sune Kosturi-Yokai gekümmert. Aber als ich kurz nicht aufgepasst habe, sind sie alle verschwunden. Könntest du mir helfen, sie wiederzufinden? Ja, claro. Sune Kosturi-Yokai sind, wenn mich nicht alles täuscht, diese lieben kleinen Kätzchen. Ja. Um die geht es, glaube ich, auch hier in dieser Mission. Das habe ich schon gelesen, das habe ich schon zweimal gelesen, glaube ich. Lassen wir jetzt. Braucht man nicht mehr. Jo, genau, das ist schon so ein Kätzchen bei ihm, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Sprechen wir mal mit ihm. そういえば、お主にこれを渡すのを忘れておった。お守り代わりに持っていくがよい。Ich bekomme wieder eine Shinobi-Kiste als Geschenk. しか Weiß し、jetzt nicht einmal, was das genau. Müsste ich wieder schauen. せがれにはこやつらが見えぬというが、まったく、風景が Okay. So. しかよ。し、Aber sie sind so putzig, das stimmt wirklich, ja. Die sind せwirklich がれにsüß. はこやつらが見えぬというが、まったく、風味なことよ。Ja, jetzt wiederholt er sich. Ja, das, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, das ist auch wie in Dark Souls, wenn ihr mit NPC sprecht und so, bitte sprecht immer alle den kompletten Text fertig, bis er sich wiederholt, weil dann hat er nichts mehr Neues zu sagen und es sind oft interessante Informationen, die man sonst verpassen würde. Oft, wie ihr seht, bekommt man auch ein Geschenk dann mal. Das ist oft nach dem ersten, zweiten Text noch nicht der Fall. Aber drum immer alles anhören, gell? Und erst wenn er sich wiederholt an der NPC, dann ja, kommt dann nichts Neues mehr nach. Gut. Da ist nichts, da ist zu. Da, ja, genau. Man sieht jetzt hier auf der Minimap, es gibt drei Punkte. Und überall gibt es wahrscheinlich, wenn mich nicht alles täuscht, ein Kätzchen zu finden. Und die müssen wir zurückholen alle. Ja? Und ich überlege jetzt gerade, wo wir als erstes hingehen sollen. Ich gehe da gerne mal nach oben. Rauf einmal. Ich schätze mal, so in diese Richtung schaut man so aus, wie wenn das Richtung Stalaktitenhöhle geht. Den Bereich kennen wir ja mittlerweile, haben wir schon zweimal gespielt. Es ist jetzt nichts Neues vom Levelaufbau her. Das war jetzt gemein. Aha, das sind gleich zwei, das war jetzt da rum und oben steht da auch noch einer auf mich. Okay, das habe ich jetzt ein bisschen überrascht. Jetzt habe ich einen Desto, dann einen Weira und den auch noch am Hals gehabt. Also wenn man da nicht so gut wäre, ja, wenn man da nicht so stark und so imbar wäre wie ich, würde man das nicht schaffen. Also definitiv nicht, also. Muss ich nur mal kurz erwähnen. Ja. Gut, ja, da vorne geht es auch rauf. Aber wir schauen jetzt einmal in eine Richtung. Wir fangen da oben an. Es ist eigentlich eh wurscht, wo wir zuerst gehen. Und suchen alles ab. Jo, dann haben wir hier gleich den nächsten.
vorne. Unsere Schlangenfreundin. Und seht ihr, da ist er schon. Der ist gar nicht in der Höhle drinnen. Da brauchen wir dann jetzt, glaube ich, nicht einmal reingehen. Sondern hier sitzt er schon. Das erste Kätzchen, ja? Genau. Das tun wir jetzt ein bisschen streicheln. Ich habe mich an ihm gerieben. Er hat gestrahlt. That's what she said. Okay. Mehr sage ich da jetzt nicht dazu. Lass das jetzt mal so stehen. Hier geht es nicht drauf, da liegt ein Stein im Weg. Bisschen Loot. Ich schaue jetzt nur kurz, ob da was, aber das wird ja auch sehr mittag, das ist ja abgesperrt, da kann man dann gar nicht rein in diese Stalaktitenhöhle. Hier, aber Mauer nicht. Und da war draußen wahrscheinlich ja auch, also da geht es nirgendwo weiter. Da, ja, dann schauen wir da noch rein. Es liegt meistens oft ein bisschen, okay, nicht einmal das können wir machen. Da auch nicht. Alles zu, also dann interessiert uns hier in diese Richtung gar nichts. Gehen wir einfach zurück. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir gehen. Entweder wir gehen gleich hier über diese Leiter hier hoch, kommen wir dann auch in dasselbe Gebiet, wie wenn man hier gehen würde. Jetzt schaue ich auch mal, ob man hier überhaupt gehen kann. Vielleicht ist hier auch abgesperrt. Hier wisst ihr auch noch Bescheid, wie ich euch gesagt habe, wo diese Schleimbeutel waren, dass man da leicht ins Wasser fallen kann. Aber der Schrein ist dankbar, das ist gut, wenn man den einmal nützt. Da kann man gehen und hier wieder unsere Freundin. So, genau. Jo, ich gehe hier mal, es ist eigentlich, man würde oben auch genau wieder zusammenkommen, also würde dann ein Stückchen höher rauskommen. Okay, da ist auch einer diesmal versteckt. War wahrscheinlich ein Fischer. Da war einmal ein Fischer, bevor er zu dem wurde, was er jetzt ist. War. Kann man da rein? Ist auch verschlossen, ist alles verschlossen hier. Also man kommt hier eh nicht rein wirklich. Hier ist der nächste gleich. So. Da oben wieder ein Desso. Das ist eine Furzratte. Ja. Und der schmeißt auch mit so Giftkügelchen. Ja, auch am besten von hinten angehen, oder? Ja, ist man am besten dran. Von hier kann man eh nicht drauf, weil die Leiter von oben runter gestoßen werden muss. So, dann schauen wir hier wieder. Ist da, kommt auch schon, mit dem machen wir so. Ah, das ist immer, also mein Ziel nimmer, das ist. Okay, er kommt eh von alleine. Genau, dann machen wir den so. Und jetzt schnell rein und schauen, ob hier ein Gegner ist. Ja, das war fies. Das habe ich nicht beim Schirm gehabt jetzt. Die habe ich nicht beim Schirm gehabt. Jetzt tut sie mir auch noch lähmen. Das ist ja ganz nett. Die zeigt mir jetzt das volle Programm. Also man merkt auch, dass die Gegner auch ein bisschen jetzt nicht nur mehr aushalten, sondern auch mit ihren Fähigkeiten, was sie haben, diese auch, finde ich, sinnvoller oft einsetzen. Also ich finde, die Computer-KI ist ein bisschen intelligenter geworden. Zumindest habe ich das Gefühl, ja, umso höher die Levels werden. Mir kommt so vor. So, wie wieder, also eine Furzratte. Also dieser Angriff und von hinten, genau, so, dann kann man hier nicht rein, dann gehen wir hier drüber, da höre ich ja schon wieder was, genau, ja da, Gott sei Dank, einmal getroffen, dann können wir uns hier runterfallen lassen. Ja, müssen wir eh. Und gleich hier rauf, denn ich schaue gleich, ob da noch was ist da drüben. Ja, nämlich das zweite Kätzchen. Das brauchen wir. Seht ihr, jetzt haben wir schon zwei gefunden. Jetzt fehlt uns dann nur mehr eines. Können wir uns hier runterfallen lassen?
Jetzt können wir diese eine Tür, die ich gerade nicht aufbrachte, von hier öffnen, von dieser Seite. Ist das dritte da unten? Ah, ich glaube, ich weiß schon warum. Da drinnen kann man. Ja, ich glaube, ich weiß schon. Ich glaube, ich weiß schon. Nämlich müssen wir da, glaube ich, rein. Und da oben ist dann ein Schlüssel, glaube ich. Darum können wir da jetzt noch nicht rein. Seht ihr? Und hier ist dieser Abstieg zweimal das Ganze. Da kommt man noch auf so ein Zwischenplateau. Und wenn man dann unten noch einmal runterklettert, über die zweite da unten, über die zweite Leiter, dann kommen wir dort unten raus, wo wir vorher gesagt haben, da könnten wir auch aufklettern. Also, dann wären wir gleich hier oben, aber ist eigentlich dann egal. Man kommt, wie ich sagte, immer dann da wieder her. Also. So, hier haben wir jetzt einen kleinen Mini-Boss, sage ich einmal. Das ist eher mal, aber ja. Also das ist, wie gesagt, trotzdem immer einer, den finde ich überhaupt nicht schwer. Den habe ich noch nie schwer gefunden. Mitsume Yasura. Habe ich nie schwer gefunden. Auch nicht am Anfang, ich weiß nicht. Vor dem habe ich nie so einen Respekt gezeigt. So. Er hätte mich jetzt überrascht, wenn er nicht so laut gewesen wäre. So, und jetzt genau, stimmt schon, ja, ich kenne mich schon wieder aus, jetzt sind wir in einem verunreinigten Bereich. Und erst ganz am Ende dieses verunreinigten Bereiches, ja, können wir dann einen Gegner besiegen, von dem wir dann, glaube ich, einen Schlüssel bekommen und mit dem dann unten erst reinkommen. Also wären wir jetzt gleich nach unten dann gegangen, hätte es nichts gebracht. Also wir müssen darauf, unbedingt. So, auch wieder langsam, überall Gegner versteckt. Hier bitte auch vorsichtig, da ist da auch nicht was noch. Na, die Kisten dann im Retour, am Retourweg dann, wir müssen den Weg dann Retour gehen. Dann können wir die ganzen Kisten einsammeln, wenn es wollt, gell? Also das ganze Loot. Hier bitte jetzt aufpassen, ich weiß, wie, ach so, das ist verschlossen. Moment, das muss ich selber kurz überlegen. Ah, ich bin dumm. Das ist ja das Schlüssel des Wärters, den brauche ich. Eh so groß, also so eine große Seele war das mehr oder weniger. Die sagt einem ja normal schon, das ist was Spezielles. Genau, also mit dem komme ich jetzt da weiter. Und nur jetzt kann ich diesen besiegen. Wieder von hinten. Genau. Und jetzt habe ich hier diese Verunreinigung erlegt. Also ich hätte den Schlüssel gebraucht, theoretisch hätte ich da jetzt gar nicht reingehen müssen, den nicht mehr töten müssen. Aber es ist sicherlich besser, wenn ich die Verunreinigung jetzt einmal also säubere. Sonst kann ich da die ganzen Kisten nicht mitnehmen. Und das sind doch einige gewesen, glaube ich, hier mal eine. Genau, hier eine große Lootkiste. Könnte ich sonst gar nicht mitnehmen, also da sich schon aus. Das zahlt sich sehr wohl aus. Pfeil nehmen wir mit. Pfeile sind immer gut. Ja, und hier waren, also Blödsinn, da sind wir ja gekommen. War da nicht noch eine? Oh, na, das war's dann schon, okay. Okay, diese eine Kiste, ja, da muss man selber wissen, ob es einem das wert ist. Und jetzt können wir den Weg, haben wir hier schon gesäubert, also gereinigt, jetzt auch von Gegnern. Brauchen wir uns jetzt keine Sorgen mehr machen. Können wir in Ruhe durch. Und da unten. In dieser einen Hütte, wo wir nicht rein konnten, glaube ich, für da ist jetzt der Schlüssel, seht ihr? Und jetzt können wir sie aufmachen. Genau, mit diesem Schlüssel des Wärters. Und jetzt haben wir hier in dritten, das dritte Kätzchen. Und jetzt erscheint auf der Minimap ein neues Ziel. Und jetzt reise ich dann zurück wieder im Gepäck mit drei Kätzchen. Hier wieder aufpassen. Ich weiß nicht, kommt da neue Gegner, sind da neue Gegner gespawnt? Na, eh nicht. So, aufpassen hier rüber. Hier hätten wir jetzt einen Schrein, den würde ich empfehlen zum Nutzen. Könnte ich aber sogar, na, mache ich nicht. Oh, das, oh ja, mache ich. Ich mag es einmal, ist egal. Weil da bin ich jetzt hier schon im finalen Bereich. Haben wir das auch einmal gemacht. So, und da ist jetzt der Boss, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war und wie das funktioniert hat. War das ein einziger oder ich weiß es gar nicht. Ein Onryoki war es. Natürlich mit Hilfe von. Ich mach mal's leicht. Ich mach mal's so. Wann war es? Okay, das ist das. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen?
mit meiner Magie. Ja, also braucht man nichts mehr dazu sagen, glaube ich. Ja, da freuen sie sich, die Kätzchen, gell? Na, da haben sie Freude. Und ich auch. Sprechen wir mal. Dass sich ein erfahrener Ninja ablenken lässt und so endet. Okay. Es hat sich, glaube ich, wie es ausschaut, verwandelt in diesen Yokai. In diesen Onryoki. Kennen wir alle, war der erste Hauptboss in Nioh 1. Muss ich das jetzt wahrscheinlich wieder alles nehmen, ne? Nehme ich mal an. Ja, genau, sonst kann ich nicht fortfahren, weil ich da nicht hinkomme. Jo. Jo, da freuen sie sich, das ist schön. Jo, schön war es, ja, ist eine tolle Mission auch, ja. Wie gesagt, man muss alle drei Plätze abklappern und diese Miezekätzchen finden. Darum auch streunende Katzen. Im Magen dieses Joker war es alles. Ah, okay. Er war nicht, ja, jetzt verstehe ich, ja. Er hat ihn mehr oder weniger gefressen gehabt. Er war in ihm drinnen, ja. War es alles andere als bequem. Aber immerhin konntest du alles Sune Kusuri finden. Ich danke dir. Dürfte ich dich noch um eine Sache bitten? Bitte verrate niemanden, was hier vorgefallen ist. Na, sage ich nicht. Also der Onryoki hat ihn gefressen, mehr oder weniger, glaube ich, ne? Okay. Denke mal, das ist ja kein Böser, normal bist du sich der in einen Jucke verwerfen. Das wäre unlogisch. Hätte mich jetzt, ja, wie gesagt, die ganze Lore habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Aber er ist kein Böser. War auch ein Verbündeter im ersten Teil schon von uns. So, das war jetzt empfohlene Stufe 7. Also wir kommen bald in den dreistelligen Bereich. Empfohlene Stufe 98, Anrufung des Feuergottes. Hey, ich will, dass die Schmiede noch heißer wird und das heißt, ich brauche weitere Magadama. Dieses Mal habe ich gehört, dass es auf einem zerklüfteten Berg welches geben könnte. Im Herzen des Berges soll glühende heiße Lava fließen. Wenn es dort als Magadama zu finden gibt, dann ist das sicher die Stelle. Kannst du mir eine davon beschaffen? Ja, Jaro. Ja, habe ich auch schon gelesen, kann mich erinnern. Brauche ich jetzt auch nicht noch einmal. Wie gesagt, wenn Sie es durchlesen wollt, dann könnt ihr kurz auf Pause drücken. Entschuldigung. So. Wir starten hier. Was war das? Stampft was Großes. Wir starten hier in dem Bereich, wo es hier von einem Wand-Yokai versperrt war, wenn ich euch erinnern könnt, in diesem Gebiet, wo jetzt auch keiner mehr ist, weil das wissen wir mittlerweile auch definitiv, dass jede Wand-Yokai, den was mir einmal entweder besiegt oder mit zufälligen Gesten oder mit dem Abtrennen im Rücken dann mit diesem Talisman besiegt haben und er dann verschwunden ist, ist das geblieben. Also das war überall so. Einmal weg, immer weg, ja. Dann bleibt diese Öffnung dann für immer offen. So, der war gut, das war ein Crit-Treffer. Das war ein Crit-Treffer. Aber diese Furzarten, die mag ich sowieso überhaupt nicht. So richtig umgusteln. So. Jetzt kommen wir zu dieser lustigen Stelle, wo mit dieser Bodenplatte, ja, wo uns ja, aber jetzt kann ich es zu meinen nutzen. Und zwar kurz drauf und Vorsicht, jawohl, es hat funktioniert. Eine Dreiersalve geht hier immer durch. Aber das letzte Mal waren, zweimal war ein Verbündeter mit mir unterwegs und die haben dann immer dran geglaubt, ne? Oder dran glauben müssen. Also auch hier die KI manchmal ein bisschen, ja. Nicht gerade, ja. Die lässt ab und zu wünschen übrig. So, dann haben wir hier wieder einen, wie heißt das wieder, diese Riesenzungen-Yokais. Ja, noch einer, ja. Die mittlerweile auch nicht mehr schwer sind. Hallo? Sag mal, du traust dich aber was? So. Unterbricht mich da beim Sprechen. Ja, wollte ich sagen, die sind jetzt auch nicht mehr das, was sie mal waren früher. Also
In die habe ich mir auch oft die Zähne ausgebissen. Aber sie mittlerweile relativ einfach. Diesen Zungenschlägen muss man ausweichen. Aber sonst, ja, schauen hinter sie kommen und ja. Ja, da drüben habt ihr gesehen jetzt, da ist abgesperrt, also da komme ich gar nicht rein. Wir müssen hier gehen. Aufpassen hier jetzt, der Stein, ja. Und da oben wartet gleich einmal ein Gegner, kurzes Zickzack. Und dann empfehlen noch gleich wieder zurück, denn der nächste Stein kommt hier. Wenn man das nicht weiß, wird man genau in dem Bereich, wo man dann den einen tötet, vom Stein überrollt. Dann kommt gleich der nächste, das ist ein bisschen eine heikle Stelle. Lassen wir nochmal diesen Angriff ausführen. Jetzt hat er mich sogar erwischt, macht ihm aber nichts. Und ja, jetzt ist er auch gut. Also, das war momentan ein bisschen hektisch dann. Also, wirklich gleich wieder zurück. Sonst wird man, wie gesagt, vom zweiten Stein überrollt. Dann schaue ich mal, wo es dann am besten geht. Ja, hier haben wir dann ein Feuerrad, sehe ich schon. Das ist besser, man kann, wenn man es erwischt, dass man es von der Distanz aus erledigt. Lass uns einmal schauen, wo es hinrollt. Ah, das ist so blöd bis hin. Das hat sich das wie Bremsen angehört. Ah, das war nicht gut, das war nicht gut. Ja, da sieht man einmal, wie stark dieses Feuerrad sein kann. Also das hat mir jetzt sogar ein bisschen Energie runterge. Gut, ich war selber schuld auch, ich meine, das habe ich gespielt wie der erste Mensch. Ich muss mich einmal auftunen, sage ich einmal. Ja, das war jetzt dumm gespielt von mir, das war jetzt wirklich blöd. So, dann geht es hier runter. Ich muss jetzt selber mal schauen. Da ist nichts gewesen. Sackgasse. Dann war hier noch eh nichts mehr. Da kommt man dann, glaube ich, später rauf. Ich weiß nicht, ist das die große Mission schon? Weiß jetzt gar nicht. Ja, dann schauen wir hier. Auch Loot. Wie gesagt, wenigstens sind diese Giftspornpilze nicht da. Weil die sind auch immer unangenehm. So, dann hier der nächste Zungenjucke. Wieder hinter ihm. Am besten hinter ihm, genau. Ist immer der einfachste Weg. So. Dann sehen wir aber hier, ah, der nächste, der kommt runter, wenn er mich sieht. Er hat mich nicht gesehen, der läuft immer, also läuft, der fährt immer hin und her oder rollt immer hin und her. Kommt er wieder? Warten wir mal ab. Wo ist er jetzt? Ich glaube, ja, da kommt er schon wieder. Aber jetzt sollen wir sehen. Ah, nicht erwischt. Okay, dann machen wir es so. Na komm. Na, machen wir da jetzt auch. Ja, das war jetzt besser. Genau. Fang den Hut. So. Das war er. Jetzt habe ich hier zwei Möglichkeiten, glaube ich. Entweder hier. Ah, nein, eh nicht. Okay, hier ist auch zu. Hier könnte man theoretisch auch runter, kann man aber jetzt eh nicht. Dann schauen wir mal, ob wir rein können. Das können wir. Geht das von jeder Seite? Ich glaube, da drinnen ist quasi der Verantwortliche für die Verunreinigung, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe jetzt nicht im Kopf genau, welches Hyokai-Monster das ist. Wir werden es gleich sehen. Okay, Nippon Tatara. Ja, drei Schläge. Und hier noch, okay, dadurch jetzt ja die Unreinheit wieder aufgeräumt ist, mehr oder weniger können wir sterben auch die anderen Gegner, die hier im Umkreis waren. Das ist, man muss alles nehmen, dass man das nicht besser irgendwie machen kann, lösen kann, dass man das auswählen kann, welche Items man wirklich nehmen will. Jo, jetzt müssen wir eh hier weiter. Hier ein Schrein, ja, ein dankbarer Schrein. Aber vorher schauen wir noch darunter. Wieder eine Furzratte. Die bewacht eine Lootkiste. Die Dunkelkugel brauche ich nicht, die soll er sich über sie wohin hinstecken. Ja, und jetzt eine gefährliche Gegend wieder.
Nämlich diese Yokis sind sehr stark, ja. Der hat auch eine Schusswaffe, nämlich eine Fernkampfwaffe. Würde man am Anfang mit drei Schüssen nicht schaffen, bei weitem nicht. Da würde er vorher mal fünf, sechs Mal einen selber treffen in der Zeit. Also darum, ja, am besten vielleicht von oben dann angehen. Fernkampf, ja, muss man ausprobieren. Das ist jetzt schon mal gut, dass der erledigt ist. Das ist jetzt schon mal die halbe Mitte. Da unten, da kommen wir, glaube ich, noch hin. Oder bin ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, nein, das ist notiert, ich weiß jetzt gar nicht genau. Dann hieß, glaube ich, hier der nächste, wo ist der da hinten, genau. Den werden wir sich gleich als nächstes holen. Ah, das war nicht gut. Ja, ah, da ganz wenig fehlt mir noch. Na dann, machen wir es da. Genau, dann da oben ist ein Lootbatzen. Und dann hier können wir auch rauf. Und da kommen wir nämlich da hinten wieder hin, wo wir vorher gesehen haben, wo der eine gelegen ist, ja, vom Anfangsbereich noch. Da kommen jetzt von dieser Seite her, wenn man es holen will. So, da vorne müssen wir dann hin, aber vorher schauen wir noch darauf, wo eben dieser Yogi stand, vorher noch da eine Furcht hatte. Da. Ja, diese Gitter, das hat, glaube ich, das ist nur so, das ist nur, das hat jetzt keine, da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Habe ich jetzt, glaube ich, nicht so in Erinnerung. Gut, aber wie gesagt, da vorne geht es dann weiter, da müssen wir hin. Und da können wir jetzt drauf. Das ist nur, da geht es nur in den Kreis, mehr oder weniger. Zwischen dem Fels da, kann man rundherum gehen. So, und jetzt ist hier eine Lootkiste, ja. Und dann könnte man hier rumgehen. Ist das sonst gar niemand mehr? Da stand halt der eine, gell? Und irgendwo, wenn mich nicht alles täuscht, hat man dann nicht irgendwo reinfallen? Ja, genau da. Ja, also da kann man reinfallen, dann kann man runterfallen, ja. Dann kommt man wieder bei dem Gitter raus, wo wir vorher gerade waren. Also ist auch jetzt nicht was wie ein Umweg oder so. Und da ist jetzt auch so eine Glocke, aber die hat jetzt, glaube ich, keine Bewandtnis, weil da haben wir ja in einer Mission die ganzen Glocken abschießen, einen Gong erzeugen müssen für dieses Achievement. Da ist diese Glocke wieder jetzt auch da, aber nur Zierde. Ich kann mal hinschießen, aber die bewirkt da nichts. Also es hat auch, macht zwar auch einen Klang, aber hat keine, bringt nichts. Also ja. Kiste nicht vergessen, bitte. Und dann kann man wieder zurück. Und jetzt kommen wir schon in dieses Endgebiet, mehr oder weniger. Da haben wir jetzt zwei Gegner. Da oben auch noch einer. Also ich empfehle, von dieser Seite zu kommen. Ja. Und gleich einmal hier auf der linken Seite entlang und rauf. Dann liegt hier auch noch Loot. Da kann man dann in den unteren Bereich wieder zurückspringen, wo wir vorher waren, am Anfangsbereich, ja. Und dann weiter, da sitzt da vorne schon, man sieht es jetzt ein bisschen schlecht, und da ganz vorne ist ein, kann ich den eigentlich, ich kann ihn vor da sogar, ja, ich habe ihn erwischt, ja. Und dann da rauf, ja. Man könnte ihn auch mit Nahkampf dann erledigen, seht ihr hier rauf, und da stand er dann. Genau. Und jetzt eigentlich haben wir nur mehr diese zwei Gegner hier im Weg. Die sind uns noch im Weg. Die werden wir uns jetzt aber so holen. So, einmal. Und der war sogar verantwortlich jetzt und somit brauchen wir dann den zweiten nicht. Also, wenn ihr jetzt den anderen angeht zuerst, ja, ist es unnötige Arbeit, ja. Also, ihr müsstet dann, also der mit diesen vielen Köpfen, ja, wo ich auch immer sagte, der ist überhaupt nicht schwer. Und der andere eigentlich auch nicht, ja. Also, das sind gerade die zwei, finde ich, die sind eher die leichteren von diesen Gegnern, von diesen stärkeren Gegnern, sag ich mal. Aber, wie gesagt, verantwortlich für die Verunreinigung war derjenige, den was ich halt jetzt gerade besiegt hatte, und somit ist der zweite dann automatisch auch gleich Geschichte.
Umgekehrt müsst ihr dann alle zwei besiegen, ne? Also besser so natürlich das Ganze angehen dann. Jo, das war's dann auch schon. Ich muss hier wieder alles einglauben, dass ich hier dazu kann natürlich, ja. Und wir haben somit die nächste Mission erledigt. Und das war die vorletzte im Kapitel 5. Anrufung des Feuergottes. Oh, vielen Dank. Da scheint eine Menge Hitze drin zu stecken. Diese Magadama birgt die Macht eines Feuergottes. Daher hat sie wohl die feuerliebenden Joker angezogen. Genau, also es ist feuerliebende Joker sind das, okay. Ich hoffe, sie wird auf die gleiche Weise Kundschaft zur Schmiede locken. Nun ja, nicht genau auf die gleiche Weise. Mit dem auch sei, es ist Zeit, ein paar neue Ideen auszuprobieren. Ja, ich hoffe, jetzt hast du dann genug Magatama für deine Schmiede. Denn jetzt muss ja das Feuer schon ziemlich heiß sein, wie in der Hölle. Beinahe ja schon, ne? So, das war Nummer 98. Es fehlt uns noch eine letzte Mission im fünften Kapitel, nämlich verstreute Fragmente. Und die werden wir auch noch angehen. Das geht schon aus. Das ziehen wir noch durch. Matsunaga Hishahide war bekannt für seine Vorliebe für die Teezeremonie. Kurz vor seinem Tod füllte er seinen geliebten Teekessel mit Schießpulver, drückte ihn fest an sich und zündete das Schießpulver an. Tja, er liebte eben auch große Auftritte. Die Ruinen seiner Burg stehen noch und dort befinden sich die Bruchstücke des Teekessels. Wenn wir sie alle finden und wieder zusammensetzen, könnte das den Seelen der Toten auf dem Berg Shigi bestimmt etwas Frieden bringen? Ja, und auch hier werde ich natürlich wieder helfen. Habe ich das schon gelesen? Die Burg Shigisan an der Grenze von Yamato zu Kawachi war einst das Zuhause von Matsunaga Hisahide. Des Mannes, der sich scheinbar aus dem Nichts für eine Revolte gegen Oda Nobunaga entschied. Oda reagierte mit einer der blutigsten und entsetzlichsten Belagerungen der Geschichte, bei der Hisahide schließlich umkam. Selbst heute noch ist dort eine unheilvolle Atmosphäre zu spüren, genährt durch Furcht, Hunger und Dehydrierung, habe ich schon gelesen. Die Abneigungen gegen jene, die flohen, das Misstrauen gegenüber möglichen Verrätern und den ohnmächtigen Zorn der Toten. Dies lockt allerlei niederträchtige Joker zum Berg Shige und die verlassene Burg. Ja. Aha, ja, weiß ich auch schon, glaube ich. Ist das das Level? Ja, ich weiß schon genau. Kann mich hier schon wieder erinnern. Das sind auch so drei, vier Bereiche und das sind auch so Art Areale so zum Kämpfen, so Arenen, kleine Arenen. Haben aber trotzdem sehr gut gefallen. Ich glaube ja genau, aber Spinnen waren da. Ja, also kurze Arena-Kämpfe. Und erst dann kommt man weiter. Ah, naja, irgendwie habe ich da einmal ausweichen dazwischen wieder einen kurzen Abstand. So, ich glaube, das dürfte gewesen sein. Oder? Na, noch immer nicht. Ah, okay. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Da. Ein Bruchstück von Hiragumo. Und das nehmen wir mit. Hier ist es so, dass man theoretisch. Man müsste da, glaube ich, oben gar nicht weiter, sondern könnte gleich Richtung, ich zeige euch, was ich meine, für alle, die es nicht wissen. Also man kann auch alle, muss man, glaube ich, gar nicht alle drei finden, alle drei Bruchstücke. Jedenfalls, das ist eh unabdinglich, da muss man vorbei, das muss man schaffen, sonst kommt man nicht weiter. Hier auch, aber dann ist ein optionaler Arena-Kampf, den müsste man, glaube ich, gar nicht machen. So, hier schon, da kommen jetzt auch gleich Gegner wieder. Yamamba heißt die, mittlerweile weiß ich es, habe ich mal gemerkt. Noch eine Yamamba. Eine Spinne, eine große diesmal, seht ihr, und die würde ein Netz spucken und ich wäre für kurze Zeit verlangsamt.
auch wie wir am besten hinter sie kommen. So, das war es noch immer nicht. Einmal wieder Abstand und ein Ippon Tatara. Wieder Abstand. So. Und sie noch. Genau. War es das jetzt? Ja, hier liegt das zweite Bruchstück, ja. Das ist ja Nummer 2. Das brauchen wir auch, ja. Und jetzt seht ihr da oben da, dieser Bereich da. Ich zeige es euch gleich. Hier hinter den Kisten gibt es, glaube ich, nichts mehr. Okay, das wundert mich jetzt. Dann haben wir hier eigentlich so ziemlich alles erledigt. Da ist auch nichts mehr hier im Wasser. Dann können wir hier weiter. Und jetzt nämlich, können wir uns hier noch einmal Hilfe holen, Hilfe anfordern. Und hier, wenn wir hier weitergehen, ist auch auf der Minimap, ja, wäre schon das Ende. Ja. Also das ist schon der letzte finale Arena-Kampf. Und hier rauf geht es aber auch noch, interessanterweise. Und hier ist ein optionales Gebiet. Ich nehme natürlich alles mit, ihr kennt mich. Darum schauen wir da auch noch rauf. Da ist nichts. Also das muss man nicht machen, da hier oben. Aber kann man. Da hat, glaube ich, in Neo 1 auch diesen Bereich gegeben, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Und war da nicht oben dann diese Spinnen, dieser Spinnenboss, diese Riesenspinne. Die war da oben, glaube ich, in dieser. Und da ist eine Kugel immer runtergekommen, da hat, haben sie da, ich glaube, es ist so wie, ich habe schon, Nio habe ich schon, also den ersten Teil schon ewig nämlich mal gespielt, aber ich glaube, so war das. Nur kann man halt da diese Bereiche nicht erkunden, sondern es geht ja nur hier im Innenbereich, im Außenbereich. So, hier ist es interessant, hier wird gleich wieder versieft, da ist aber eh nichts, alles kommt erst. Das kommt erst, so war es genau. Und zwar jetzt, ja. Jetzt tauchen die Gegner alle erst auf. Hier gleich ihn als erstes, das ist ganz wichtig. Weil sonst kommen die ganzen Köpfe immer wieder, diese Immunenschädel. Und jetzt seht ihr, wo ich vor oben war, muss ich jetzt drauf. Ja, aber jetzt ist er erst gespawnt. Also ist getriggert worden, ja. Und ja, aber haben wir auch schon erledigt, ja. Weil sonst macht einem der immer das Leben zur Hölle. Weil der gibt dann keine Ruhe und schießt ständig dann mit Pfeilen oder in dem Fall mit Waffe, also mit der was ist das, ein Gewehr, glaube ich, hat er gehabt. Oder Kanone, keine Ahnung. So, da drinnen ist nichts mehr. Jo, das war's dann eigentlich eh schon. Hier haben wir dann das dritte ihrer Gummistück. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass auch hier wieder ein Achievement auf uns wartet, wenn wir eben alle Bruchstücke finden, also und auch holen, ja. Weil würden wir da gleich weitergehen, verpassen wir dieses eine und ich glaube, auch hier gibt es dafür ein Achievement. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, es waren einige Achievements, was auch speziell in den Levels zu finden waren, wenn man halt gewisse Zusatzaufgaben erledigt. So, ja, wie gesagt, jetzt sind wir wieder da runter gefallen, gesprungen, bei dem Hausdach, wo wir im zweiten Arenenbereich waren. Genau, da war wieder das Wasser da und jetzt gehen wir da wieder raus. Und da waren wir oben. Also wir haben jetzt nur da diesen Bereich, mehr gibt es da eh nicht. Und jetzt können wir hier und da ist dann eh schon der finale Bereich. Ja, interessant und vor allem wichtig ist es hier, am besten, sondern gleich hier rechts dann rauf. Bevor man überhaupt erst einmal geht, gleich hier rauf, man sieht ja gleich Spinnen, alles. Und gleich diesen Gegner mal als erstes besiegen, denn der schießt dann auch immer auf einen. Den als gleich als erstes machen. Und jetzt lassen wir die Spinnen alle ankommen. Und ja, machen wir von hier. Und jetzt sehen wir, wie wir langsam sind, ja. Verlangsamt, ja. Der ist, glaube ich, zuständig. Er ist, glaube ich, und weg. Ja, es ist hinausgegangen. Und noch einen. Und das war's.
Bruchstück von Hiragumo Nummer 4, ja. Sonst hätten wir nur drei gefunden, ja. Und ja, für die normale Mission reicht es natürlich. Aber ich glaube, es war, wie gesagt, ich glaube, es war ein Achievement, wenn man alle vier findet. Ja, das Ende, also quasi, ja, man kann ja noch schauen, es gibt ja noch ein bisschen Loot, ist da hinten, da kann man glaube ich auch durch. Da ist es noch gegangen, da hinten vorbei, aber es liegt eh nichts mehr, glaube ich, es ist nichts mehr da. Ja, und hier gibt es dann den Ausgang wieder zurück. Da kann man auch nicht durch, gell, das ist da auch alles mit so verbarrikadiert. Ja, wir gehen wieder zurück. Und sagen so viel wie wir haben es erledigt, ja. Wir haben das fünfte Kapitel durch. Wow. Jo. Verstreute Fragmente. Ausgezeichnet. Du hast alle Teile zusammen. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Mit etwas Zeit und Luck kann ich dem guten Stück bestimmt wieder seinen alten Glanz verleihen. Shahides Geist wird sicher zur Ruhe finden, wenn er es sieht. Dank deiner Bemühungen sollte auf dem Berg Shigi bald wieder Frieden herrschen. Ich danke dir. Na bitteschön. Haben wir doch gern gemacht. So. Ja, wie gesagt, wir haben Zwielicht durch. Jetzt könnten wir weiter. Und zwar in den Traum, ja. 2-4 in den sechsten Bereich und somit vorletzten Kapitelbereich des Hauptspiels, ja, vordringen. Ich habe mich schon ein bisschen schlau gemacht, ich habe mir schon die Missionen zusammengeschrieben und es sind an der Zahl 12 wieder. 2, 4, 6, 8, 10, 12, genau. 12 Missionen, darunter wieder drei Hauptmissionen, wie üblich, ja, das ist immer so. In jedem, zumindest ist, ich weiß es natürlich in den DLCs ist, aber im Hauptspiel ist es so, dass in jedem Kapitel, pro Kapitel immer drei Hauptmissionen sind und der Rest dann neben bzw. Online-Missionen. Aber hier gibt es auch wieder keine Online-Mission, sondern der Rest ist dann Nebenmission. Ich habe schon aufgeschrieben, die erste Mission ist eine Hauptmission und zwar, Moment, da. Das Mausoleum des Bösen. Und diese Mission werden wir dann als nächstes angehen im nächsten Part mit der empfohlenen Stufe 100. Wir haben eine Jubiläumsmission, ja, sage ich einmal. Empfohlene Stufe 100. Wir haben den dreistelligen Zahlenbereich erreicht. Und ja, ich freue mich schon sehr drauf und würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, ja. Und sage jetzt mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.